Interessanter. Ja. Naja, schauen wir mal. So. Mal gucken, was er vorher so macht. Ob er das hinkriegt, was er gerade geplant hat. Waschstube. Jetzt schaut er wahrscheinlich gerade, wie kriegt er da die Leute rein. Ich könnte es ihm jetzt sagen. Hey, Hände genau. Weg. Einfach reinsetzen, dann bleiben sie auch drin. Ah, clever macht er das. Aua. Die gute Taille einfach hauen. Das geht so nicht. Ach ja. So, mal gucken, was er jetzt als nächstes macht. Wachstube, Wachstube. Wach, aha. Jetzt baut ein Vortex. Schön. Der erste Vortex war fertiggestellt. Hier konnten nun Dämonen angeheuert oder nach ihrem unrühmlichen Ableben wiederbelebt werden. Gegen einen klitzekleinen Obolus von Mana. Mana? Aber ich habe überhaupt keinen Mana. Das stimmt. Aber glücklicherweise produzierten die Steine von Gehenna eben solches. Was für ein wunderbarer Zufall. Ja, so ein Zufall, wa? Ist das schön, dieser Sprecher, der ist so Wahnsinn. So, was macht er denn jetzt? Ich glaube, der macht die Guru-Guru-Farm ein bisschen größer. Wenn ich das jetzt richtig deute. Einen Froschmann benutzt er. Die Tüftler. Tüftlerhöhle. Die brauchen wir auch noch. Ja, setzt die auch noch mal wohin. Gut denn. Ja, Gold ist wichtig. Die wollen auch bezahlt werden, mein Freund. Aber pass auf die Spinnen und die Drachen auf, die gerne mal in den Dungeons rumeiern. Gold und Silber liebe ich sehr. Dagobert Duck. Ja genau, grab da nochmal was aus. Mit dem ja nicht so langweilig wird. Ja, nochmal eine Armee zusammenstellen. Das gemeingefährliche Böse hatte die Tüftlerhöhle erforscht. Dieser tückische Raum wurde von den noch tückischeren Kreaturen der Horde genutzt, um aus langweiligen Werkzeugkisten tödliche Fallen und stabile Türen herzustellen. Das abenteuerlustige Böse war ganz wild darauf, dies sofort auszuprobieren. Oh ja, endlich Türen. Ganz wichtig bei Dungeons, Türen. Türen sind immer wichtig. Oh, noch mehr Gold. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wie kann er es wagen? Böser Feind. Böser Feind. Ah ja. So im Nachhinein das Spiel nochmal anzugucken, ja, ist schon interessant. Jetzt weiß ich ja, wie ihr euch so fühlt. Ja, jetzt setzt erstmal eine Tüftlerhöhle hin. So, es ist fein. Ja, Gold dürfen wir nicht vergessen, mein Freund. Genau. Nein, ja, so. Und so. So machst du es gut. Nein, so ist richtig. Immer schöne Wege bauen, damit die Gegner große, weite Wege bauen. Die erste Tüftlerhöhle stand und machte einen stabilen Eindruck. Alsbald würden sich hier Kreaturen der Horde freiwillig oder unter Androhung von Schlägen daran machen, für Helden gemeingefährliche Fallen herzustellen. Ah ja. Ich mag das Spiel jetzt immer noch.
Hat schon wieder so einen Suchtfaktor. Naja, so, schauen wir mal. Machen sie alle fein, Schnuffi und Tuffi. Auch schön, dass sie Namen haben, finde ich auch ganz... Die Schnodderlinge des absoluten Bösen hatten einen neuen Raum freigeschaufelt. Oh, was haben die denn für einen Raum freigeschaufelt? Ah, die Drachen. Böse Drachen. Böse, böse Drachen. Gleich fertig, Mann. Nimm das, du Wurm! Ich mag die Sprüche. Ach ja. So, mal gucken, was der Unhold jetzt als nächstes macht. Ja, Gold holen. War ja klar. Gold ist immer wichtig. Oh, eine Goldquelle. Hm, die hätte ich auch gerne. Mein Gehalt ist nämlich so mickrig. Mal schnell die Kisten mitnehmen. Das Gold einsammeln hier. Ah, so. Ich werde mich jetzt aber verabschieden. Weil jetzt beginnt gleich wieder das normale Gerede gleich. Und ja, ich hoffe, es hat euch jetzt nicht gestört, dass ich nachsynchronisieren musste. Aber egal, ich wünsche euch jetzt noch weiterhin viel Spaß mit diesem komischen Vögelgeschirr. Und lasst euch nicht beirren von ihm. Bis dann, ciao. Oh. Wieso habe ich das Mikro ausgehabt? Sorry, darf ich das nachsprechen? Ah, wo bin ich? 1,26, nachsprechen. Immer aufschreiben. Entschuldigung, ich hatte das Mikro ausgehabt, als ich gerade geredet habe. Mann, Dummheit. 1, 2, 6. Ja, ups. Bin verwirrt. Es macht schon echt Spaß. Es gibt viele neue Sachen und man muss halt echt viel ausprobieren, viel machen. Effizienz nur 60%, warum eigentlich? Keine Ahnung. Und ja, ich mag nachsprechen. Schön, zum ersten Mal. Dummheit. Vögelsche. Egal, schauen wir mal, was können wir denn so schönes bauen? Eine Tür. Türen sind immer gut. Dahin. 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 Türen sind immer sehr gut. Dahin, zum Schlafraum braucht man auch eine Tür. Dahin, dahin. 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 Was? Nicht genug Werkzeugkisten. Na toll. Egal, wir haben schon mal ein paar Türen. Ja, ich darf dann nachsynchronisieren. Egal. So, wir brauchen noch ein paar Kreaturen des Bösens, würde ich sagen. Ein bisschen forschen. Ja. Diese Kraft, sie ist so unglaublich stark. Die Macht ist unglaublich stark. Finde ich ja. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die Schlange bräuchte ich noch. 100. Ist der nicht süß? Der ist so süß. Reicht das Fressen? 19 von 20, ja. Okay, also wenn wir zwei wahrscheinlich von den Dingern haben, geht's schneller. Okay. Naja, gut zu wissen. Ja, erhol dich erstmal gut von deinem Kampf. Ah.
Ich will jetzt mal wieder angreifen. Mach ich dich, 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 dich und dich. Ne, dich nicht, du bleibst. Nein, du bleibst hier. Ah, nochmal. Ich brauche noch ein bisschen was zur Verteidigung. Also. Ja, egal. Ist bestimmt auch einfacher. Wen soll ich massakrieren? So. Zahltag. Schön. Happy, happy. Jetzt ist es weg. War voll lecker. Der erste Stein von Gehenna ist ganz nah. Bald schon werde ich ihn zerstören. Thanos wird außer sich sein. Offenbar gab es ein paar elementare Wächter, die ganz und gar nicht erfreut waren, dass jemand an den Steinen herumfuschte. Bedrohlich wendeten sie sich Talia zu. Natürlich würde das defensiv aufgelegte Böse diese um jeden Preis beschützen. Natürlich. Immer. Dann brauchten die alte Kröte noch. Talia, was tust du da? Warum hast du dich wieder dem Bösen verschrieben? Vater, ich weiß es nicht. Ich versuche, mich wieder dem Guten zuzuwenden. Doch ein Teil meines Selbst... Ach, halt die Klappe, Schwächling! Thanos, du und deine Schergen habt immer auf mich herabgeblickt. Grimli hat mich immer beleidigt, ohne dass du eingegriffen hättest. Ihr habt mich zu all dem hier getrieben. Mein Kind, das ist nicht wahr. Schau in dich. Dort gibt es noch einen Funken Gutes. Lass dich davon leiten und nicht von diesen... Da bin ich wohl aus Versehen gegen ein Kabel gekommen oder so. Leider konnte Thanos so nicht weiter auf Talia einreden. So ein Pech aber auch. Talia machte unterdessen unbeirrt damit weiter, das Siegel des Steines zu brechen. Wie? Was? Oh ja, natürlich. Ha! Bald wird das Siegel gebrochen sein! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Es ist vollbracht. Juhu! Das Siegel ist gebrochen! Was habe ich nur getan? Möge mir die Göttin verzeihen! Du bist immer noch hier. Meine Güte, kannst du nicht irgendwo anders dein Herz ausschütten? Während sich Talia nicht zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigte, war das Siegel komplett zerbrochen. Mehrere Portale öffneten sich im Dungeon in eine fremde Welt, aus denen sofort ein paar äußerst engagierte Dämonen hüpften, bereit, dem sie aus der Verbannung befreienden Bösen zu dienen. Den Steinen von Gehenna wohnte eine unbarmherzige und mächtige Magie inne, die den Dungeon nicht nur mit Mana versorgte, sondern auch höchst gefährlich war. Für das die Gefahr liebende Böse war dies kein Problem, da es sich weit entfernt aufhielt. Zudem sollte die Magie nur Helden betreffen. Mit Fuchsgeduld lauerte das heimtückische Böse nun auf ein paar Helden, um diese unbarmherzige und mächtige Magie gegen ein wenig Mana an ein paar nichtsahnenden Versuchskaninchen auszutesten. Oh ja.
Oh, okay. Was ist denn hier los? Ja, läuft, würde ich sagen. Kuppelkuppels sind alle gefüllt, ja. Wir bräuchten mehr Gold. So. Meine Falle. So. Mal ein bisschen gucken, was können wir denn noch so studieren? Erforschen. Erforschen. Okay. Kuppel. Was macht ihr? Na dann, gute Nacht. So. Ein bisschen Gold schadet ja nie, würde ich sagen, oder? Zahltag. Boah, wie viel denn? Ja, es geht ja. Kurz gespeichert. Wachposten müsste man noch einführen. Und zwar du. Bitte schön. Viel Spaß. So, wir haben jetzt ein paar Kisten rumstehen, da kann man Türen bauen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Freut mich. Okay. Aber fertig gemacht. Habt ihr es gesehen? Nein. Spaß. So, ich brauche noch die Schlangen. Haben wir denn da noch? Drei Schlangen. Haben wir so ein Ding? Dann gehen wir mal wieder in den Kampf. Dich. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jetzt muss ich kurz die Deppen hier besiegen. Mama mia. Keine Hunde hat er mir da hingesetzt. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd gemacht. Wir gehen jetzt weiter runter. Also hier hin. Bam, bam. Kommt mir vor wie bei World of Warcraft. Ja, Warcraft 3, nicht World of Warcraft.
halt mal. Also, eins ist angenehm, die Steuerung. Also man kann alle auswählen und gleich angreifen. Nicht so wie bei Dungeon Keepers 2, wo du hier erst das erforschen musst, sozusagen. Ne? Mal gucken, was hier für uns eine Überraschung bleibt. Wie schon beim ersten Stein erwachten auch hier einige Wächter zum Leben, um Talia anzugreifen. In seiner Weisheit hatte das dies vorausahnende Böse natürlich schon vorgesorgt. Na, wollen wir's hoffen. Natürlich haben wir vorgesagt, siehst du doch. Talia, hör bitte auf mit deinen Taten. Kehre zurück zum Licht. Ich habe mehrere Jahre gebraucht und mehrmals speichern und laden müssen, bevor ich all diese Dämonen verbannt hatte. Vater, ich versuche es, aber das Böse, es ist so stark. Kämpf dagegen an, mein Kind. Vergiss nicht, dass dich dieser Stinkstiefel die letzten Jahre an einem Ort eingesperrt hat, der nicht umsonst ermüdende Bibliothek heißt und sein bester Freund ein Zwerg ist, der alle Elfen hasst. Ich weiß, der Erzähler sollte ja eigentlich neutral sein und über der Geschichte schweben, aber dieser Typ nervt langsam mit seinen Einblendungen, wo er doch hunderte Kilometer entfernt ist. Richtig. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich nur ausgenutzt. Du schimpfst dich einen ehrbaren, guten Paladin. Und doch hast du zugelassen, dass man mich verspottet und beleidigt hat. Ah. Hier bin ich fertig. Nachdem sich Talia wieder auf ihr eigentliches Wesen besonnen hatte, ignorierte sie Thanos und wandte sich wieder den Steinen zu. Hier lang, Hobbitze! Ich meine, böse Kreaturen, folgt mir! Schön. Diese Zwischensequenzen sind auch immer wieder sehr schön. So, sind wir jetzt mal fertig. Kann man nicht drehen? Geschafft! Das Siegel ist gebrochen. Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna erobert und das dieses Mal sogar ohne einen ausgedehnten Monolog mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit. Also, eigentlich wollte ich gerade etwas... Meine Güte, halt die Klappe! Wo waren wir? Ach ja, abermals schoss ein riesiger Mana-Strahl in den Himmel und ein Portal öffnete sich. Ob es nun in das Universum der Winchester-Brüder, Buffy, Charmed oder was auch immer führte, es sprangen tötungswillige Dämonen heraus. Wie in guten Spielen üblich, die noch etwas Spielzeit schinden müssen, gab es noch einen dritten Stein, den es zu erobern galt. Sogleich machte sich Talia auf den Weg. Schön. Wie sie da noch Geschichten so erzählen, herrlich. Pam, 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 macht's hier. Pam, pam, pam. So. Machen wir hier das Dörfchen noch fertig. Ha, dem hab ich's gezeigt. Ja. Schön macht sie das. Oh, so ein süßes Schweinchen. Schaut mal. Da auch. Oh. Das waren drei süße Schweinchen. Was ist eigentlich hier noch? Wollen wir die auch noch machen? Nee.
Schauen wir mal, was hier unten abgeht. Ah, hier läuft alles, aber Gold und alles zu Ende. Scheibenkleister. Mehr von denen. Forschung verbessern. Nein, ich habe kein Gold.